Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cthulhu Save the World. Wir stehen jetzt anscheinend wieder kurz vor einem Boss. Oder auch nicht. Ich schaue die Gegend hier ab und ich finde den Hintergrund immer so schön. Ne, diesmal bewegen sich nicht die Wellen nicht. Nicht die Wellen, nicht die Mama, nicht die Mama, falls das noch jemand kennt. Boah, ich habe die Serie früher geliebt. Und es ist ruhig. Sheriff was originally going to fly around in the air, but his sprite sliding around on his blade was just too funny, so we went with that instead. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich jedes Wort richtig vorgelesen habe. Es tut mir leid, möchte ich jetzt betonen in einem sehr viel späteren Part, wenn meine englische Aussprache ab und zu nicht korrekt ist. Spiel? Ganz kurz anmerken, das Spiel hängt sich immer ganz kurz auf, also keine Rückmeldung. Das bedeutet, das ist so. Ah. Look at that huge sword! Wielding a sword that be good proof to heavy one that I'm a true hero, I must have it. Cthulhu reaches for the sword, but before he touches it, the sword comes to life. Being of darkness, you dare to climb me, on guard! Way higher HP max than he'll have in a few minutes. Okay. Ich habe keine Potions. Wie fange ich an? Ich fange an, dadurch, dass du halt nur. Dafür wäre jetzt das Random gut, aber das ist auch egal. Den Flame Strike direkt. Und den Blind Strike hinterher. 3 hits, 7 damage points. Okay. Tag. Flame Strike. Ich bin so dumm, ich hab den Kraken. Das ist immer ein bisschen Schaden. Flame Strike a last time und. 20. Doch. Noch passt es. Gut. Noch ein Flame Strike und du setzt bitte Heal auf Cthulhu ein. Okay, und jetzt kommt der Death Blow. Und du das nochmal Cthulhu heilen. Yay! Sharp is defeated! 660 XP und 100 Gold. Cthulhu ist nun Level 12. HP plus 8, MP plus 5. 20 HP, Vitality. MP, HP und Vitality. Umi ist now Level 12. Was Hallo? Nee, ich will immer noch ein bisschen schauen. Hallo, Avira! Was bist du? Nee, ich möchte jetzt nichts von dir wissen, Avira. Dann halt nicht. Da habe ich jetzt auch nur ganz kurz an mein Headset gestoßen. Ich nehme mit Damage Output. Stop! Cthulhu is a good guy now! Not exactly a good guy, but I'm trying to be a hero. Never mind the reason. Is this true? Cthulhu and Umi nod. Then I owe you an apology. Allow me to offer you my services. Es besteht eine 80%ige Chance, dass ich nicht ihn anschieße. Cthulhu reaches for the giant sword. Not as a weapon. Is an ally. The master sword sharp has joined your party. Yay, a new friend! Yes, more power! Let's celebrate by partying at the cafe back in town. An excellent idea, young lady.
No need to backtrack through the dungeon. Just open up the main menu and select teleport to go back to any town or city that you have already visited. Das ist eine Sache, die muss ich dem Spiel hoch anrechnen. Hoch anrechnen. Weapon Blade can use special and hold. Was ist ein Hold? I have no fucking idea. Warte, Status Sharp ist Level 10. Okay, damit ist Sharp unterlevelt. Safe. Und jetzt Teleport. Miss Catonia. Das sieht so affig aus. Ich finde das Spiel so genial. I'm sorry, Sharp. This cafe has a strict ban against sentient sword policy. But party. Sorry, tea. Now have you all to myself. So tell me all about yourself. What kind of food do you like? Do you have any hobbies? Am I your type? Do you like rainbows? What do you do under the sea? Blue. Do you have a pet script? Where's the barkeep? That barkeep. Cthulhu demands a big foaming mug of milk. What? Oh, did you say something? Pay attention when I'm speaking to you! Just then, a man burst through the door. The city of Dunwich has been overrun by undead monsters. Azira Anidudis, but in Ufirtu has cruelty. This is just the chance I've been waiting for. Surely saving an entire city will qualify me as a hero. But how did you get here? The bridge between Miskatonia and Dunwich has been broken. Ah, I fixed it on my way here. To reach Dunwich, just head south. Please, no squid face man. South, you city. Consider it safe. Let's move out. Chat. Sharp, doesn't it dull your blade walking around on it like that? Oh, I don't actually walk on my blade. It just looks like I do. I actually use magic to hover slightly above the ground. I wish I could use magic to hover. My feet are so tired from all the walking with you. You know it's pretty tiring to hover. It's not like it's a free ride or something. Oh, then I get this walking for me. Wir haben unseren strikten Anweisungen bekommen. Wo war der Mann mit dem Belt? Mit dem Beltman? nee, das warst du nicht. Nein. Du weißt jetzt auch, wo war der? Das auch nicht. Das Café ist mein erster Anlaufpunkt für alle Fragen, die ich habe. Okay, du bist nur dieser Spanner gewesen. Du warst ein Tutorial-Man. Du warst. Da war doch auch irgendwo ein. Okay, zumal ich jetzt gerade keinen Plan habe, wo das war. Warst du das? Nein, du warst nur der Willkommensmensch mit Hut. ich liebe das Spiel. Was im Inn? Ja. Ne, der gibt mir nichts. Gibt mir nichts dafür, dass ich den Batman gesehen und umgebracht habe. Ich bin ganz schön brutal, nicht? Ich save lieber nochmal. Ich hab da so ein. Ich glaube, manche Menschen würden es Fetisch nennen. Ich nenne es zwanghaftes Verlangen. Wie heißt es dann? Dafür gibt es auch irgendein. Ah, jetzt die Brücke sicher. Repariert. Und ihr wisst, was ich meine. Blue Bed. Okay. Gut. Ey, Shop is now level up. Target self, brave one, agility, one hits plus one.
Möchte ich Hast haben oder möchte ich... Framerate, du spielst gerade verrückt wie nichts Gutes. Oder möchte ich... Hallo? Gewonnen Musik. Ich glaube, ich nehme... den Plus-Ein-Hit. Falsch. Ich muss über die Brücke und dann... Wo warst du? Ich habe nicht genau aufgepasst. Derp. Die Gegner tun mir voll leid. Die kriegen voll eins auf den Dates. Da ist es auch nicht, da ist es auch nicht. Gibt's hier auch geheime Dungeons? Oh, das Spiel hat noch so viel zu entdecken. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Warte, du bist... Dichter flutwillig. Tempest, toll. Okay. Du hast auch einen Multi-Hit. Ah, da ist die große Stadt, die ich... Wow! In the Lobster! Leck the Lobsters! Yummy! Oh Gott, das Spiel ist so gut! Warte, was habt ihr überhaupt? Ihr habt 95, ihr werdet also nicht lange leben. Da. Tempest. So, alle auf einmal tot. Wieso auch immer die Musik hinterherlegt, ich weiß es nicht. Cthulhu, Umi und Sharp arrive at the city of Dunwich and discover that it's indeed infested with undead monsters as far as the eye can see. Let's kick some zombie butt! We can do this. Let's give these unholy monstrosities their used desserts. Let's go! Oh, please. Facepalm. The zombie is a noble creature, free of sanity, enjoying every whim that comes to it. Although we may have to kill some zombies to free this town, I will not authorize killing any more than is needed. Do you hear me? Okay. Showing mercy even to monsters? Perhaps I have misused you. I just like insane thing. Is that a problem? Of course not. Onward! To save the city and these zombies! All of my games to date have featured zombies in a prominent role. There's Breath of Death, Seven, and Molly the Worst Zombie, both of which have zombies as playback characters, or hybrid zombies in the case of Molly. There's Epiphany in Space, where one of the storylines focuses on a zombie-like race, and of course there's this game where an entire dungeon is focused on zombies. What's next for the board games? Is it another zombie game? Stay tuned! Okay. Surprisingly, only the seven dwarf pun in this game. Stella tries and goes, oh god. Dead dog und. Ich glaube daran, dass Cthulhu genug Schaden macht, so. Warte mal. Hier sind auch 30 Random Encounter. Oh, guck mal, hier kann ich rein. Ja, safe. Adventurers come to save us. Pray the heavens, you'll want to make your way to the eastern part of the city. That's where the creature that started this whole mess is. The creature that started this whole mess? Did you get a good look at it? It was an ugly monstrosity, very chaotic and growling about. Nyankit. My whole nemesis. This should be a fun fight. Warte, kann ich? Ach, oh, die Zeit rennt schon wieder davon. Kann ich die Zombies umbringen? You try to talk to the zombie, but it's having too much fun dancing. Pays you no heed. Dancing zombies. zu gut, ich finde zu gut. Ach
Achso, das ist wieder natürlich das Gras des Undurchdringbarens. Ohne Truhe. Haben wir sie jetzt wirklich? Death. Give me a bee! Give me a... Tentacles, Flute und Tempest. Au! Oh, I'm gonna... You got a zombie tunic. Okay. Cthulhu. Armor. Vitality. Wofür ist Wille? Soll ich den Party mitbinden? Ne, komm. Nee, ich führe das jetzt noch zu Ende aus. Ach, guck mal, da kann ich rein. Oh. Wir weichen keinem Kampf aus. Und benutzen. Au. Ach, vergessen. Flute. Und Tempest. So. Dann gucke ich im nächsten Part nach, wofür Wille ist. Ach, schade, dich kann ich nicht so ansprechen. I can't leave my flock even if they have all been turned into mindless zombies. You try to talk to the zombie, but it's having too much fun. A zombie approaches! Da kommen wieder die Tentakel. Wie viel Leben habt ihr überhaupt? He finds his popularity baffling. Das Wort baffling kenne ich leider nicht. Schade. Ist wahrscheinlich irgendwas, was mal wieder wunderbar genial ist. Wow, Cthulhu ist nur Level 13. Targets random enemies power to lightning. Unstoppable. Lightning. 40 Max MP, Agility Wall. Schnelligkeit. Ich glaube, Wille ist sowas wie... Weisheit in anderen Spielen? So. Pardon, aber das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Cthulhu, save the world. Will. What does Will... Ah, defense against magic attacks. Ew. Soll ich doch lieber? Ich hänge dafür jetzt 2 Minuten dran oder so. Was soll ich nehmen? MP mehr für mehr Zauber oder Schnelligkeit, damit ich... Ja, irgendjemand muss ja gegen Magie gewappnet sein. Da komme ich nicht weiter. Da komm ich auch nicht. Okay, da komme ich nur durch die Ruine rein. Wie komme ich zu der Ruine? Da ist auch eine Ruine. Natürlich kommt noch ein Death Leader. Random Enemies. Also müsste das auf mehrere gehen. Wenn jetzt nicht, Oh! Das ist... neu? Hey, Sharp is not level. Strength, Agility, Defense, Vitality. Mal ganz kurz nachschauen. Vitality Defense against Physical Attacks. Vitality, ja. Ja, ja. Ach, da komme ich gar nicht lang. Ach, da müsste ich darüber.
Na, kleines Mädchen, was hast du? My brother said he'd be back soon. What's taking him so long? Actually, I'm sure he'll be back soon, little one. Don't worry. Ja, ich finde ihn absichtlich mit so einem Drecksakzent. Ich möchte jetzt aber nicht weiter nachforschen. Enjoys molding donuts when he's not eating. God. Game, why are you too good? Gut, ne, da benutze ich doch gerne Lightning. Flute und Tempest. Fump. Give me a B, give me an R, give me an A, give me an R. Wow. So, das ist... Doch, du greifst ihn an. Du benutzt mal bitte Heal auf Cthulhu und du greifst ihn auch an. Ich hätte... Also... Agilität kann ich gut gebrauchen. So, ich habe jetzt eine Minute dran gehangen. Muhaha. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Cthulhu Save the World. Bis dann und tschüss.